Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 4. Ja, wir sind unterwegs, immer noch mit George. Dieses Mal aber nicht mit Nico, sondern mit Mark, mit unserem Agent 007, den ich ganz schön cool finde. Und ja, die Handlung geht ziemlich voran. Wir müssen jetzt hier die Waffe aufhalten. Wir müssen Nico retten, die jetzt im Keller wahrscheinlich eingesperrt ist. Und versuchen mal durchzukommen. Scheint an der ja gut. Innenseite der Falltür ist eine Sperre. Aber ich muss erst mal drankommen. Das fängt schon mal gut an. Salami? Das klappt doch nicht. Ich will sie nur loswerden. Können wir mit dem Messer irgendwie was machen? Das klappt doch nicht. Können wir Mark fragen, ob er eine Idee hat? Mark, hilf mir bitte! Ja, hilf mir bitte! Was brauchst du? Er hört sich auch so an, so, was brauchst du? So, er ist immer bereit. Danke, Mark. Aber er konnte mir nicht helfen. Ja. Womit könnte man da... Muss ich ihn vielleicht hier mit anwenden? Kannst du mir diese Türen einen Spalt offen halten? Ich versuch's! Okay, das klingt schon mal gut. Oh, muss ich vielleicht irgendwie mithelfen? Mit den Händen kann ich das Schloss nicht knacken. Es geht nicht mit den Händen. Womit könnten wir das knacken? Golfschläger. Schnell. Oh nein! Es war zu spät. Der Golfschläger passt nicht in den Spalt. Aber ich muss den Spalt zwischen den Türen vergrößern. Okay, alles klar. Wir bitten schnell nochmal unseren guten Mark. So, dass er uns das nochmal aufmacht. Kannst du mir diese Türen einen Spalt offen halten? Ich versuch's! Mhm. So, und jetzt schnell. Golfschläger. Ja, geschafft. Gut gemacht, Mark. Wir sind ein prima Team. Komisch. In meinen Träumen feuerte mich in Momenten wie diesen immer eine schöne Blondine an. Eine Blondine, wie ein blondes Mädchen? Natürlich. Natürlich. Oh, ich dachte, du wärst... Nun ja, also... Was, George? Ich habe immer geglaubt, dass du, keine Gefühle für Frauen. George, ich trage das Gewand eines Priesters, aber darunter schlägt immer noch das Herz eines heißblütigen Mannes. Das hat er nicht gesagt, ey. Aua. Oh Mann, ich bin einfach sprachlos. So, was haben wir hier sonst? Das sieht furchteinflößend aus, tatsächlich. Vor allem diese Skelettköpfe, ne? Wir haben schon ein bisschen gruselig gemacht. In der rechten Hand trägt der Engel ein Stundenglas aus Stein. Anscheinend lässt sich das Stundenglas um eine Achse in der Mitte drehen. Oh, ich sehe schon, das ist irgendein Rätsel. Kann das sein? Das ist jetzt die Frage. Ich will da jetzt nicht rumfuschen. Ich will erstmal irgendwie ein Muster erkennen. Die gehen nach oben und die zwei nach links. Und okay, hier geht er auch nach oben. Was ist das hier? Da liegt was auf dem Boden. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich da anfange rumzuspielen. Nein, ich habe gesagt, ich gucke mir das erst an. Ich dachte nur, er guckt sich das nochmal an. Aber er fängt da schon an rumzudrücken. Hier. Okay. Hier gibt es noch nur die Treppe, ne? Sonst nichts. Was, wenn ich das jetzt einfach mal drücke? Was passiert da? Das Stundenglas lässt sich drehen. In welche Richtung soll ich es drehen? Nach rechts? Fertig? Und das andere auch? Oder wie? Obwohl das hier ist andersrum, ne? Ich versuche mal alle, dass sie nach oben soll ich es drehen? Sind. Auch nach rechts? Damit die alle laufen, ne? Und das ist nach oben, das ist nach oben. Das hier ist, muss ich jetzt einmal eine 108... Huch, der geht ja da hoch. Wo willst du hin? Ich würde mich das nicht trauen. Ich finde das zu hässlich. So, nochmal. In welche Richtung soll ich es drehen? Ich würde es dann nochmal zweimal nach rechts drehen. So. Hat es das gebracht? Nee, ne? Warte mal, jetzt versuche ich es doch mit dem Hochgehen. Hallo, möchtest du ein Küsschen? Du siehst so traurig aus.
Der Kopf des Engels rastet wieder ein. Das ist ja gruselig. Kann man hier was machen? Der Kopf des Engels rastet wieder ein. Okay. Ich habe keine Ahnung. Haben wir im Manuskript da was zu? Nee, wir hatten da keine Uhren. Oder... Warte mal. Oder war, habe ich doch vielleicht... Nee, im Manuskript war da nichts. Ich guck noch mal zur Sicherheit. Mach mal auf. Gab es hier Uhren? Man kann das nicht vergrößern, ne? Das Symbol der Tempelritter. Tempelritter, Türke, Assassine, Mamluk, Hospitaler. Die Lade? Okay. Hier sehe ich nichts. Aber was, wenn wir vielleicht, weil das Gemälde wurde ja so krass beleuchtet. Also es wurde schon darauf hingedeutet, dass das so wichtig ist anscheinend. Vielleicht habe ich da was übersehen? Weil ansonsten wüsste ich nicht. Oder ich müsste wieder raten, ne? Aber ich würde schon gerne das Rätsel lösen, anstatt zu raten. Wo war das denn nochmal? Nee, warte, war das in diesem Raum? Ich weiß es nicht mehr. Das sind Wachen. Nee, ich kann es nicht riskieren, mich jetzt schnappen zu lassen. Nee, das war hier irgendwo. Ein Stück weiter, ne? Ganz hinten. Hier. Weil ich hatte das Gefühl, das ist nicht nur für den Geschichtsunterricht gemacht worden. Hier? Die Bundeslade von Ashdod zeigt den Mord an Unschuldigen. Ich muss verhindern, dass das Gleiche heute wieder geschieht. Achso. Hier in dem Bild sieht man... Hier gibt es gar keine Uhren. Ich habe nur vorhin gedacht, hier passiert so viel. Aber ich sehe hier keine Uhren. Wir haben hier noch... Warte mal, warte mal. Hier haben wir Uhren. Wartet mal. Okay. Okay, okay, okay. Ich werde das einmal kurz abfotografieren. Einmal Handy zücken und Foto gemacht. So, dann kann das ja nicht... Dann kann, muss ich mir das nicht merken, weil merken ist nicht immer so einfach. Okay, aber das ist schon mal gut. Dann hätten wir das Rätsel soweit, das hätte ich dann wenigstens gelöst. Weil ich kenne mich. Ich hätte das jetzt einfach so stumpf die ganze Zeit rumprobiert, bis es dann funktioniert. Aber dann würde ich die ganze Zeit mich aufregen, so, wie soll man darauf kommen und so weiter. Aber hier haben die das tatsächlich ziemlich stark in Szene gesetzt. Deswegen, da bin ich noch drauf gekommen. Ich muss mir nur das Manuskript noch merken, weil das wird bestimmt auch noch drankommen. Mit den Texten, die können wir uns dann später dann noch durchlesen. So. Aber muss ich die dann irgendwie drücken? Ich hätte das ganze Bild abfotografieren sollen. Ich habe jetzt nur die Uhren abfotografiert. Egal. Hier links war das erstmal... Der muss eine 180-Grad-Wendung machen, weil da muss der Sand... In welche Richtung soll ich es drehen? Der Sand muss unten sein. Und nochmal. Und der muss einmal nach rechts gedreht werden, glaube ich. Weil rechts muss der Sand... In welche Richtung soll ich es drehen? So. Das ist korrekt. Dann einmal nach rechts. Jetzt muss ich ja mal gucken. Oh nee, du sollst da runter. Der muss auch wieder eine 180-Grad-Wendung. George, hör auf zu gehen. In welche Richtung soll ich es drehen? Ich dachte schon, bitte nicht einen Bug, bitte nicht einen Bug. Ich habe nicht gespeichert. ja, das haben wir. Und der hier muss, glaube ich, auch einmal nach rechts. In welche Richtung soll ich es drehen? Also so kompliziert ist es gar nicht. Ich wäre so von allein, also durchaus probieren gekommen. Und jetzt? Ich habe das gemacht. Muss ich jetzt irgendwie den aktivieren oder so? Hallo? Oh, ich finde den so eklig. Oh.
Nee. Der Kopf des Engels rastet wieder ein. Hä? Nichts. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Aber eigentlich muss ich die Dinger doch irgendwie drehen, oder nicht? Weil auf dem Bild gucken sich die auch so gegenseitig an. Also man müsste eigentlich die Köpfe zueinander drehen. Was ist eigentlich hier noch? Oder ich muss vielleicht gleichzeitig mit Mark. Mark, hilf mir bitte! Was brauchst du? Was brauchst du? Nein, wir machen das anders. Danke, Mark. Danke, Mark, für nichts. So, dass er den einen drückt und ich den anderen, also gleichzeitig. Hallo? Der soll dann dahin gehen? Will er nicht? Mark? Mark? Ich glaube, die muss man gleichzeitig drehen, oder? Ich weiß es nicht. Aha, ein erfreuliches Klicken. Oh. Sieht so aus, als wäre der Kopf jetzt fest eingerastet. Muss der andere jetzt auch einrasten? Ich hätte jetzt gesagt, der müsste in die andere Richtung. Wenn ich den Engelskopf nach hinten drehe, gleitet eine Steinplatte im Boden zurück. Okay. Wenn ich den Kopf loslasse, schließt sich die Tür wieder. Das geht zu schnell, um rechtzeitig durchzuschlüpfen. Mark? Wir brauchen dich? So? Mark, du musst etwas für mich tun. Ja, genau. Kannst du den Engelskopf festhalten, sodass ich durch die Tür komme? Das heißt, dass ich dich nicht begleiten kann. Wo ich hin will, ist kein Ort für Priester. Aber George, ich habe Tai Chi, Jiu-Jitsu und koreanisches Kickboxen gelernt. Und das SAS-Handbuch kann ich als Kanon singen. Ich habe alle Bond-Filme gesehen und ich kann unter Wasser 2 Minuten lang die Luft anhalten. Boah, 2 Minuten? Wie machst du das? 2-mal in Folge Champion des Vatikan-Tauchteams. Cool. Ich kann also mit? Sorry, Mark. No. Okay, das wird spannend. Runter mit uns. Sei vorsichtig, George. Ja, das werde ich, George. Ach, George, sag ich schon. Mark. Ich rieche Katakomben. Mein zweites Zuhause. Ja, es kommt einem bekannt vor. Die guten alten Katakomben. Was ist das hier? Einfach nur eine Vase? Schüsseln? Hier haben wir ein bisschen Licht. Hier gibt es eine Tür. Ist hier auch eine Tür? Nee. Ist Deko. Da ist eine dicke Tür im Weg. Ist das eine Öffnung? Eine Glühbirne in einer Fassung. Mhm. Autsch, ist das Ding heiß. Okay, ich kann es nicht anfassen. Können wir das irgendwie abkühlen? Mit einer Salami werden wir es wohl nicht rausdrehen können, ne? Wir haben Handschuhe. Das mache ich nicht. Nee. Oder wir müssen irgendwie den Stromkreis unterbrechen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hier gibt es ja auch sonst nichts, ne? Warte mal, wir haben auch eine Brandschutzdecke. Ich hab's. Oh. Wir haben jetzt eine Glühbirne. Die Glühbirne aus dem Flur. Nice. Aber sonst können wir... Was machen wir denn jetzt damit? Eine leere Fassung. Wir haben eine leere Fassung. Was machen wir denn? Die Tür ist ausgesprochen abgeschlossen. Können wir jetzt sprengen? Ich frage für einen Freund. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? Das klappt doch nicht. Nee. Und hier können wir das auch nicht irgendwie installieren, ne? Nein! Nein! Ey, das fand ich jetzt genial. Das muss ich schon zugeben. Warte mal, wir haben hier noch was. Ein Verteilerkasten. Mhm.
Die Plastikabdeckung ist fest mit der Wand verschraubt. Kann ich das aufbrechen irgendwie? Mit dem Messer? Der Verteilerkasten ist jetzt offen. Ach, sehr gut. Diese Kabel sehen gefährlich aus. Stromführende Kabel mit bloßen Händen anzupacken, ist keine gute Idee. Handschuhe. Wir haben Handschuhe. Ja, perfekt. Mit meinen Glückshandschuhen kann ich die Kabel losreißen. Das heißt, können wir jetzt durch? Die Tür ist ausgesprochen abgeschlossen. Aber jetzt haben wir hier keinen Strom mehr, oder wie? Mich interessiert das rein aus Interesse. Ganz rein aus Interesse. Ich fand das so lustig. Eine Bombe in einer Fassung. Oh, die tickt, ne? Die tickt. Kann ich mich verstecken? Hat jetzt das geklappt? Was ist das hier eigentlich? Ein Lichtschalter. Oh. Oh. Aber mach das Licht wieder an, George. Ich sehe nichts. Wir können Licht an- und ausmachen. Das ist jetzt interessant. Können wir das Licht, die Glühbirne hier irgendwie dran machen? Nee, ne? Wir haben einen Lichtschalter. Aber wie funktioniert das mit dem Lichtschalter? Wenn wir hier jetzt plötzlich den Sprengstoff haben. Das ist jetzt ein Ding. Oder muss ich irgendwie doch irgendwie was machen? Warte mal. Muss ich da irgendwie was neu verkabeln? Wow. Okay. Nee, es hat alles wundervoll funktioniert. Es hat wundervoll funktioniert. Okay. Wow. Mittelalterliches Latein. Die Gründung des Ordens. Oh, ich glaube, jetzt geht's los. Ein Bericht über den höchst ehrenwerten Orden des heiligen Michael. Verteilt euch! Die Explosion kam von hier drüben. Oh nein. Da kommt jemand. Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Hat nicht so gut funktioniert. Nein. Marc, pass auf. Nein, nicht auf Marc. Nein. Nicht Marc. Nicht Marc, alles nur nicht Marc. Nein. Ich will nicht mehr. Sind das die Mafiosis? Geht jetzt der Mafiosi-Kampf los, oder was? Na, wen haben wir denn da? Anna-Maria? Oder ist das vielleicht auch nicht dein wirklicher Name? Doch, er stimmt. Ja? Warum bist du mir gefolgt, George? Du hast die ganze Zeit für Gregor gearbeitet, stimmt's? Ich habe geglaubt, dass wir das Richtige tun. Einschließlich Mord? Ich dachte, sie würden Millionen friedlich zum Glauben zurückführen. Du hast mich angelogen. Nicht alles war gelogen. Istanbul? Das war keine Lüge. Ich dachte, man hätte dich entführt. Irgendwie hat man das wohl auch. Die ganze Zeit. Und was ist mit diesem Nonnenkram? Was? Du weißt, was ich meine. Bist du echt eine Nonne? Ich habe nie das Gelübde abgelegt. Also, nein. Das ist doch wenigstens etwas. Vertrau mir, George. Bitte. Glaub an mich. Ja? Auf jeden Fall sollten wir erstmal die Bösen aufhalten. Und ich muss Nico finden. Nico. Deine alte Freundin? Ja, Gregor hat sie entführt. Sie steckt irgendwo hier unten. Sie werden sie opfern. Wir haben nicht viel Zeit. Oh nein. Die Lade braucht einen menschlichen Wirt, um zu funktionieren. Sie ist irgendwo hier unter dem Petersdom. Wir müssen sie vor der Zeremonie finden. Oh nein. Welche Zeremonie? Die Messe für die religiösen Führer der Welt. Direkt über uns. Es geht bald los. Gruselig. Okay. Wir müssen sie aufhalten. Komm mit, George.
Die Bundeslade. Da, den Gang entlang. Die Frage ist... Was ist hinter dem anderen Eingang? Keine Ahnung. Seit sie mich hergebracht haben, war ich immer wie eine Gefangene eingesperrt. Aber warum? Nach Istanbul haben sie mir nicht mehr vertraut. Das verstehe ich nicht. Die haben uns beide gesehen. Zusammen. Ah. ja. Die Sache ist nur die. Können wir ihr wirklich vertrauen? Ich bin mir nicht sicher nach der ganzen Sache. Wir haben ja jetzt ein rührendes Wiedersehen. Und hier haben wir so komische Sachen wieder. 5. Die Lade setzt die Macht des Herrn frei, um die Feinde des auserwählten Volkes zu vernichten. Von Jericho über Ai und von Hebron bis Jerusalem triumphierten sie durch die Macht der Bundeslade. Ist das wichtig? Brauchen wir das hier für die... 7. Viele Male wird die heilige Stadt zerstört und wieder aufgebaut. Die Kammer wird vergessen. 15 Jahrhunderte vergehen. Okay. Es ist einfach nur Geschichte, ne? Ich dachte, hier kommen jetzt die Rätsel. 9. Eine Gruppe würdiger Ritter gründet den Orden der armen Ritter Christi vom Tempel des Salomon, der sich der Suche nach dem Geheimnis zum Wohle der Christenheit widmet. Okay, das sind wahrscheinlich wirklich nur so Geschichtssachen. Ich hoffe, das ist nicht weiter von Belang. Wenn es von Belang ist, können wir bestimmt gleich wieder hierhin zurück, wenn wir das gleich irgendwo brauchen. Warte mal, was ist das hier? Irgendwas konnte ich gerade eben doch hier anklicken. Okay, anscheinend doch nicht. Hier kann man durch. Hierhin? Oh. Oh. Sofort stehen bleiben! Archie! Pater Gregor will euch bestimmt... Oh nein, was habe ich getan? Ist Archie. Schon okay, Archie. Du hast ihn nicht umgebracht. Der schlummert nur. Wen interessiert der denn schon? Aber das war meine letzte Flasche 85er Barbaresco. Vielen Dank für die Hilfe. Was um alles in der Welt treibst du denn hier unten? Arbeite an meinem Geheimvorrat, alter Knabe. Du meinst den päpstlichen Weinkeller? Irgendwer muss dem alten Knaben doch helfen, seine Messwanne leer zu picheln, oder? George, wir müssen weiter. Die Messe fängt jeden Augenblick an. Oh oh. Schön, dich mal wiederzusehen, alter Knabe. Für mich wird es auch Zeit. Muss ein neues Kapitel in dem alten Buch schreiben. Komm, Anna-Maria, wir müssen Nico suchen. Okay. Haben wir hier irgendwas? Da ist was? Ein kompliziertes System mit Diagrammen und Rollen. Oh, was nein. Das bloß bezwecken soll. Oh nein, ich sehe es schon kommen. Lauter Kreuze, ein Rätsel? Genau wie in Istanbul. Muss ich das irgendwie jetzt erraten? Irgendeine... Diese drei sehen anders aus als die anderen. Muss ich irgendwie da was machen? Muss ich vielleicht jetzt mir das Manuskript angucken? Was passiert denn, wenn ich was drauf drücke? Ah, es dreht sich. Aha. Ich drehe das einmal wieder in Ausgangsposition. Und dann gucke ich mir das Manuskript an. Wir haben drei Reihen. So war das, ne? So, Manuskript, wo bist du? Manuskript? Angucken. Wir sind... Sind wir bei den Templern? Sieht ihr irgendwo Kreuze? Ich bin überfordert. Das Symbol der Tempelritter. Ja. Und den Text kann ich aber nicht lesen, oder wie? Ich dachte, da gibt es gleich einen Text. Zum Zweiten, die kämpfenden Armeen folgen strengen Regeln, die sie stets einhalten. Kein Mamluk kann Templer oder Hospitaler folgen. Von niederer Geburt muss der Mamluke dem Osmanen folgen. Um dem Assassinen zu entkommen, tritt nach rechts. Templer und Assassine dürfen einander nie folgen. Geh immer voran, weiche niemals zurück. Hm.
Wobei die hier vom Text her, das kommt vielleicht später, mit dem der eine darf dem anderen nicht folgen. Sowas haben wir hier ja nicht. Wir haben drei Kreuze. Das einzige Kreuz haben wir hier. Weil wenn ich sehe, wir haben hier, ist das auch ein Kreuz? Ich sehe das so schlecht. Heißt das, dass es vielleicht einmal gerade, einmal so links und einmal ganz links? Ich teste das jetzt einfach, ich habe keine Ahnung. Einmal gerade, einmal, nee, in die andere Richtung. So komisch schräg links. Kommen wir da hin? So? Und den dritten dann halt... Was war der dritte? Aber es kann ja egal sein. Es muss ja eins sein. Wenn wir die ersten beiden richtig haben, wird er davon alleine schon irgendwie richtig zeigen. Nein, es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Nochmal gucken. Habe ich was falsch? Ach, nach links geht der, nach links. Vielleicht muss ich dann rausgehen. Also gerade, ne, und dann nochmal, sorry. Gerade so und den dritten war ganz links. So, nee, nochmal. So? Es hat sich nichts getan, ne? Das funktioniert so nicht. Das ist jetzt eine Frage. Hat sie eine Idee? Es tut mir so leid, dass ich nicht von Anfang an ehrlich zu dir war, George. Ja, toll. Es tut mir so leid, dass ich nicht von Anfang an ehrlich zu dir war, George. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das das bedeutet. Oder muss ich die Reihenfolge irgendwie anders... Drei Bilder von Jesus mit dem Kreuz. Wie er es trägt, dann absetzt und die eigentliche Kreuzigung. Ach, macht er dann von rechts nach links, oder wie? Nee. Hä? Drei Bilder von Jesus mit dem Kreuz. Wie er es trägt, dann absetzt und die eigentliche Kreuzigung. Muss ich noch die richtige Reihenfolge dann irgendwie? Hier trägt er das, ne? Muss ich dann zuerst das und also dieses dann gerade und dann links? Ich fotografiere das kurz ab, damit ich nicht jedes Mal reingehen muss. So muss ich auch noch die Reihenfolge einhalten. Ich bin ja jetzt von links nach rechts gegangen. Das heißt, wir müssen zuerst so dieses schräge links machen beim Tragen. Ich verstehe nur das letzte Bild nicht. Soll der da schon tot sein oder ist das die Ausgangsposition? Ich bin mir da nicht sicher. So. Dann müsste das zweite einfach geradeaus sein. Ja, ne? Und das dritte nach links. Das war auch nicht richtig. Das war auch nicht richtig. Weil die Musik spielt. Das müsste doch richtig sein. Manuskript. Drei Bilder von Jesus mit dem Kreuz. Wie er es trägt, dann absetzt und die eigentliche Kreuzigung. Also vielleicht muss ich wirklich erst das, dann das und als letztes das. Ich versuch's jetzt einfach, weil ich das noch nicht hatte. Nochmal. Das ist die letzte Chance. Also halt. Dann wäre das zuerst... Das ist richtig. Beim zweiten dann halt nach links. Und das dritte dann praktisch geradeaus, also gerade nach oben. So. War auch nicht richtig? Ihr wollt mich doch veräppeln. Oder muss ich irgendwas drücken? Nee, muss ich nicht.
Ich weiß es nicht, Leute. Ich merke auch gerade, ich bin schon wieder über meine Zeit hinaus. Ich bin zu investiert in das Ganze. Ich würde an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.